our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. I saw people jumping out of off the building. The victims were in airplanes. All of a sudden, I see a jet crash. It collapsed. The top floors collapsed down. September 11th, 2001. You will remember this day. As long as you live. Bilder und Töne eines Verbrechens, die sich in unser Gedächtnis eingebrannt haben. Am Morgen des 11. September 2001 entführten 19 arabische Terroristen 4 Passagierflugzeuge, um damit die Zentren der amerikanischen Macht zu attackieren. Die erste Maschine raste um 8.45 Uhr in den Nordturm des World Trade Centers. Die zweite 15 Minuten später in den Südturm. Die dritte Maschine crashte um 9.43 Uhr in das Pentagon. Die vierte bohrte sich in Pennsylvania in die Erde, ohne ein Ziel zu treffen. Der Drahtzieher dieses in der Geschichte beispiellosen Terrorakts, Osama bin Laden, so die offizielle Darstellung. Doch die Beweise hierfür blieb die amerikanische Regierung bis heute schuldig. Warum sich die amerikanische Regierung mit der Aufklärung der Anschläge vom 11. September so schwer tut, diese Frage führte uns im März 2003 in die USA. Auf einer unserer Reisen besuchten wir die Gedenkstätte von United Airlines Flug 93, bei dessen Absturz 44 Menschen ums Leben kamen. Insbesondere ehrt man hier die Helden dieses Fluges, 5 Männer, die den Hijackern im Cockpit in den Arm fielen und so das Flugzeug zum Absturz brachten, bevor es sein geplantes Ziel, vermutlich das Weiße Haus, erreichen konnte. Ein Heldenepos, das um die Welt ging. Doch für die ersten Augenzeugen an der Unfallstelle ist die weltbekannte Geschichte von Flug 93 bis heute ein ungelöstes Rätsel. Ernie Stahl, der Bürgermeister der nahegelegenen Gemeinde Shanksville, erinnert sich. Ja, mein Schwager und ein guter Freund von mir waren die Ersten hier. Sie haben in Shanksville an einer Straßenecke gestanden und sich unterhalten. Ihr Wagen stand gleich in der Nähe und so waren sie die Ersten hier. Dann kam erst die Feuerwehr. Alle waren wie vor den Kopf gestoßen, weil sie zu einem Flugzeugabsturz gerufen wurden. Aber da war kein Flugzeug. Kein Flugzeug. Sie wurden hier zu der Unfallstelle geschickt und da war kein Flugzeug? Nein, da war nichts. Nur dieses Loch. Die eigentliche Unfallstelle liegt hunderte Meter von der Gedenkstätte entfernt und wurde mit einem hohen Zaun weiträumig abgesperrt. Ernie Stahls Freunde waren die ersten unabhängigen Augenzeugen, die die Absturzstelle unmittelbar zu Gesicht bekamen. Das ist es, was Sie sahen. Ich dachte immer, das sei die Absturzstelle. Das ist sie. Aber da ist nichts zu sehen. Das Flugzeug hat sich total zerlegt. Puff. Es krachte auf den Boden und löste sich auf. Vollkommen. Und noch ein Zeuge bestätigt Ernie Stahls Aussage. Flugzeugtrümmer? Nichts, was ich hätte erkennen können. Es war schwierig, etwas in dieser Richtung zu identifizieren. Dennis Roddy ist Chefredakteur der Pittsburgh Post-Gazette. Unmittelbar nach dem Crash schickte er ein Team von Journalisten zur 1,5 Autostunden entfernten Absturzstelle. Hier waren Leute vom FBI, Flugunfalluntersuchungsbehörde, Staatspolizei, mehr als 300. Lange bevor die ersten Reporter eintrafen, war die Absturzstelle schon weiträumig abgesperrt. Die Journalisten konnten nur aus der Ferne auf die wohl ungewöhnlichste Unfallstelle der Luftfahrtgeschichte blicken. Keine ausgebrannten Wrackteile, keine verkohlten Leichen, nichts. Nur ein Loch,
in dem eine riesige Boeing 757 samt ihren Insassen verschwand. Wie ist das möglich? Kritische Nachfragen bei den Pressekonferenzen. Unerwünscht. Sie waren sehr, sehr verschwiegen. Sie haben die Sache sehr verschwiegen gehandhabt. Sie haben uns auch dort nicht geholfen, wo es sogar Ihnen genützt hätte. Genauso war es mit United Airlines. United Airlines war überhaupt nicht kooperativ. Bis auf ganz wenige Medien, die Sie benutzten, wenn Sie eine Geschichte hatten, die Sie erzählen wollten. Geheimhaltung war das Gebot der Stunde. Eine Informationspolitik, die Spekulationen geradezu herausfordert. Nach der offiziellen Version startete Flug 93 um 8.42 Uhr vom Flughafen Newark. Gegen 10 Schlachtruf Let's Roll, mit dem der Passagier Todd Beamer den Angriff auf die Entführer eingeleitet haben soll. Brachten die Insassen mit ihrer Aktion die Maschine zum Absturz? Oder wurde das Flugzeug doch von Abfangjägern abgeschossen, wie manche vermuten? Wenn ein Flugzeug von einer Rakete getroffen wird, fällt es nicht einfach vom Himmel, sondern zerbricht in Einzelteile. Das war bei Flug 93 nicht der Fall. Also doch, eine Boeing 757 samt Insassen in diesem Loch. Der Laie wundert sich, die Fachleute schweigen. Oder gibt es noch eine andere, viel schrecklichere Wahrheit? Das aufzuklären wäre Sache der amerikanischen Flugunfalluntersuchungsbehörde gewesen. Doch weder das Schicksal von Flug 93 noch das der drei anderen Todesflüge wurde bis heute aufgeklärt.